eine Bauernstadt, okay, eine größte Stadt, die auch unterwegs ist, auch eine Berberstadt, wo wir unsere Mittagspause einlegen können und dann geht der Fahrt weiter nach Fes. Das ist unser Programm, meine Lieblingsleute, heute und wünsche ich Ihnen eine wunderschöne Fahrt in Verbunden mit tollen Ereignissen und schönen Erlebnissen und danke für den Applaus. So, hier ist die Stadt Marrakesch, meine Lieblingste. Die Stadt Marrakesch, das Wort Marrakesch, hat sich abgeleitet von Marrakesch. Marrakesch ist ein Berberwort, bedeutet einfach eine Stadt. Marrakesch gehört zu den Königstädten Marokkos. Königstädte, Lieblingste, die waren die Städte, die schon mal Hauptstadt des Landes gewesen waren. In einer bestimmten Zeit, mit einer bestimmten Familie. Das heißt, im Laufe der Zeit hatte man in Marokko Familien, Dynastien, die das Land regiert hatten. Araber und Berber. Und jede Familie hat schon einen Ort ausgewählt und eine Stadt gebaut und als Hauptstadt deklariert. Königstadt bedeutet, liebe Gäste, auch Beweis einer neuen Macht. Beweis einer neuen Macht. Erster Beweis einer Macht in Marokko ist Fez, wo wir heute übernachten werden. Und Fez wird im 808 gebaut, in der Zeit von Karl der Große bei Osterhausen. Mit Begründung der Stadt Fez im 808 wird das erste Königreich Marokkos deklariert. Nicht nur Marokkos, sondern Nordafrikas deklariert. Weil vor dieser Zeit könnte man nicht über ein bestimmtes politisches System reden. Sprach man nur über Berber, die freigelegt hatten. Die Berber waren nie zusammen. Aha. Die waren nur zusammen bei allen Gefahren. Einmal das Gefahr muss zusammen das verteidigen, kollektiv verteidigen, solidarisch. Einmal das Gefahr aus, mussten verstreut sein. In Form von Kabilen gewohnt hatten und gelebt hatten. Also erst mit Ankunft eines Arabers aus Mekka wird schon erster Königreich. Diese Königreich oder diese Monarchie existiert immer noch bis zur Zeit mit Mohammed VI. Die soll 1200 Jahre alt, einer der Ältesten. Okay? Das heißt, es gibt viel zu erzählen über das Land und mein Kompliment für Sie, dass Sie schon das Programm gebucht haben. Okay? Die Königstädte Rundreise, das heißt Kultur. Klar, liebe Gäste, wie man, wenn wir darüber, über das Programm ausführlich weiterreden, inshallah, aber nicht jetzt. Auch will ich euch mal ein paar technische Ratschläge, das kann Ihnen brauchbar sein im Laufe dieser Rundreise. Hier auf der rechten Seite ist das Bushaltestation. Bushaltestation, die fahren überall in ganz Marokko, aber die besten sind nur zwei, sind stattlich, die sehr berühmt, sehr bekannt, die sind schon sicher und die fahren sehr gut. Das sind die CTM und Supratour, aber das soll ich lieber nicht. Zug ja ist besser, ja, zu nehmen, aber als diese Busse hier. Gut, auf der rechten Seite, das sind sieben Säulen, kommen jetzt hier, sieben Säulen. Die repräsentieren die sieben heiligen Männer. Also in jeder Stadt haben wir einen heiligen Mann oder eine heilige Frau. Schutzpatron der Stadt. Okay? Aber Marrakesch hat sieben heilige Männer. Also die Stadt Marrakesch, meine Lieben, ist eine Stadt sehr populär geworden in der ganzen Welt. Eine sehr, sehr beliebte Stadt. Diese Stadt hatte und hat immer noch eine große Faszination über die Touristen, über Besucher, Maler, Künstler ausgeübt, Politiker, okay, schon lange her. Also Marrakesch wird im 11. Jahrhundert gebaut, aber Marrakesch, das war nur eine normale Stadt im 11. Jahrhundert. Ihre Blütezeit, goldene Zeit, Hochzeit erlebt wird erst im 6. Jahrhundert. Ja? Im 6. Jahrhundert war Marrakesch eine goldene Stadt. Hier war der Treffpunkt der Karawanenkamele Hinder. Die Karawanenkamele Hinder, die kamen aus Timbuktu, der heutige Mali.
treffen sich hier und da würden natürlich die in diesem Ort im 6. Jahrhundert viel ausgetauscht, ja. Bitte? 16. oder 6.? Ja, 16. 16. Ja, 16. Ja, war in der rechten Städte Nordafrika sozusagen. Und die Karawanen kamen hinter aus Timbuktu, aus Afrika. Was hatten die transportiert nach Marrakesch? Sie hatten Gold transportiert, okay? Und da wird gegen Salz getauscht. Eine Karawane voller Salz gegen eine Karawane voller Gold. Sogar manchmal Minaretten hier, alten Moscheen, findet man bei Kugeln von jedem Minarett, steht ein paar Kugeln, sind aus Messing. Die Rolle von diesen Kugeln sind als Blitzableiter, aber Marrakesch, die einzige Stadt im Marokko, bei manchen Moscheen, Minareten, findet man immer goldene Kugeln. Das zeigt nur seit 6. Jahrhundert schon. Klar, hier, Madame, ist der Uratlas. Hier ist die höchste Erhebung Afrikas. Oder die zweite höchste, 4175 Meter hoch. Da hinten ist die Wüste, steckt die Wüste. Aber man muss über 200 Kilometer fahren, über den höchsten Pass Marokkos, ja, Tizitischka Pass, 2260 Meter hoch. Ja, bis der Wüste. Erste Oasenstadt ist Ouarzazate. Ouarzazate, beim Wort Ouarzazate denkt man automatisch an viele Filme, die gedreht wurden in dieser Stadt. Es ist eine Kulissenfilmstadt. Wie Gladiator, wie die Mumie und andere in dieser wunderschönen Kasbah, Aizman Hatu Kasbah. Auch Ouarzazate in den letzten Jahren oder vor zwei Jahren war ein Schlagzeil aller internationalen Zeitungen. Wegen ja, diesen größten, hier befindet sich der größte Solarenergiepark der Welt. Überhaupt. Jetzt schon in Kraft. Über 2 Millionen Häuser werden in Marokko beleuchtet. Also, zweite Etappe wird in einem Jahr eingeweiht. Teilweise werden manche europäische Länder ja, von Marokko oder aus Marokko mit Solarenergie besorgt. In einem Jahr oder 2 Jahren, inshallah. Also, dass Marokko wird von allen nationalen und internationalen Zeitungen gelobt und Organisationen, also mit Umwelt, sind wir sehr freundlich, haben wir viel zu tun in Marokko. Sie werden auch bemerken, dass Marokko ist sauberer geworden als vorher. Gut, die Gäste, die bei uns waren vor 8, 9 Jahren, sie werden total überrascht. Aber wie? Positiver überrascht, dass das Land so sauber, fast ohne schwarzen Plastiktüte. Wir erleben in Marokko, meine lieben Gäste, neue Etappen. Eine Etappe, sehr wichtig, Etappe der Emanzipation der Frauen. Sie werden auch viele Frauen, die aktiv sind überall, in jedem Sektor, in jedem, sagen wir, Bereich. Eine Etappe der Demokratisierung, eine Etappe des Baus, eine Etappe der Herausforderungen, auch eine Etappe von Mohammed VI. Als Urheber aller dieser erwähnten Etappen. Über diese Etappen natürlich, meine Liebste, ausführlich zu reden, werden wir darüber im Laufe natürlich dieser Reise, inshallah, besprechen, diskutieren, ganz objektiv. Aber ich kann nicht alles erzählen, bitte. Das ist eine kulturelle Reise, Kulturreise in erster Linie. Ich kann nicht alles erzählen. Helfen Sie mir bitte mit Ihrer Frage. Alle Fragen werden beantwortet, inshallah. Egal, politisch, sozial, wirtschaftlich, sogar privat, nur privat, werden auf Arabisch beantwortet. Muss ich sagen, okay? So, meine Liebste. Klar, ich habe was zu sagen, inshallah, über unser Programm. Im Programm haben wir leider nicht alles. Fehlen ein paar Punkte, haben Sie schon mal in Unterlage ein Ausdruckpaket. Da kann man damit unser Programm reicher machen. Man kann viel erleben, aber sehr, sehr wichtig, wenn wir darüber, inshallah, detailliert reden. Aber kurz vor Kaffeepause. Nochmal, liebe Gäste, schöne Fahrt und lasst euch mal ein bisschen düsen.